So, und es ist wieder Minecraft-Time. Jetzt habe ich mir mal überlegt, ein bisschen Musik im Hintergrund zu laufen zu lassen. Das stehen bleiben. Dann so mache ich die mal gleich an. Mit, mein Scheiße. So. Kann man auch schön Titel sehen. Ich hoffe, es läuft nebenbei so ein bisschen. Komm, mach mal lauter. So. Jo, dann los geht's. Es lag immer noch, weil scheiß Optifine nicht funktioniert hat. Ich hab's zwar reingemacht, aber es startet dann nicht mehr. Und ich hätte auch Shift drücken können. Ja, da hatte ich keinen Bock mehr. Da habe ich gedacht, nö, mach ich nochmal von neu. Also habe ich die Jar nochmal neu reingemacht. So, ja. Es wird langsam Nacht. Also, machen wir mal Treppchen. Techno. Kennt bestimmt keiner. Oh, cool. Das Regengeräusch ist anders. Klingt nicht schlecht. Ich glaube, dass meine Musik zu leise ist. Naja, kriege ich noch irgendwann raus. Das Passende. Also, das passt. Aber echt. Das geht so fast. Eieieiei. So. Das ist doch gut. Hätte ich es vorhin gar nicht leiser stellen brauchen, weil ich es genauso hatte. So. So, ja, Flachdach oder, ach, nö, lass mal, mach mal Glas da, also Vollglas, scheiße, verdammt, Schaden des armen Glas, brauche ich einen Leilei, leite ich, scheiße, ja, sieben. Jetzt sind es drei. Ah, Mann. 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 Verdammt. Nein, das nicht. So. So, haben wir. Hä? Oh. Gib mir das. So. Ach man, das mit dem Gelager nervt auch. Naja, ich guck, was ich machen lässt. Ich nehme am selben Tag noch auf, also wie die Folge 2. Und ja, da hatte ich jetzt keine Zeit, das zu machen, also das zu beheben. Bei der nächsten Folge wird es endlich funktionieren. Ich war jetzt zu faul, auf YouTube zu gucken, wie man Optifine installiert. Ich weiß es ja eigentlich, aber warum es da funktioniert hat, ist mir ein Rätsel. Und dann nehme ich halt ein anderes Opfer rein. Weil ich ja sowieso immer farblos 32 spiele. Und außerdem will ich den Nebel aushaben, weil er mich nervt. Yay! Da krieg ich keine Klappe oben drauf. Regnet jetzt rein? Scheiße, ja. Wie schön buggig der Regen ist. Schön. Sehr schön. Und schön, dass ich vor allen Dingen kein. Mal schnell was probieren. Wie geht nochmal Zaun? Ging das jetzt nochmal? So. Ob man am Zaun jetzt eine Falltür befestigen kann. Ach Mann. Oh, ist sehr dunkel drin. Ist ungut, sonst kommen ein paar kleine Säcke von hinten. Die Leute von hinten, hier kann man nicht. Das ist doch sehr scheiße. Ja, da.
Erinnert mich an mein House of the Pocket Edition. Sieht nämlich fast genau, sieht genau so aus. Nur aus Kabel. Ich baue das noch um. Kommt anders. Da kommt, oh, ich habe eine Idee. Ich habe da eine geile Idee. Da habe ich aber zu wenig Glas. Sehr zu wenig Glas. Das kann ich weg. Nehme ich auch mit. Ich habe keine Fackeln mehr. Aber ich brauche ein paar. So, reicht fürs Erste. Ich muss mal Kohlen holen, sonst habe ich keine mehr. Nee, die nicht. Das. So, dann. Ja, erstmal pennen. Das ganze Haus wird noch anders, also das gefällt mir nicht. Hier kommt ein spitzes Glas doch drauf, also rein Glas. Vielleicht mit ein bisschen Holz als Rahmen. Naja, ich lasse mir da mal was einfallen. Hab da schon eine geile Idee. Brennt da. Das ist klein. Ach, ein Zombie, der im Boden steht. Was ist das? Was ist hier passiert? Baum im Baum oder was? Ich muss weg, du siehst scheiße aus. So. Ach scheiße, ich komme mehr hoch. Egal. Ja, mir halt. Gehen wir Rohstoff fahren. Yay, oder auch nicht. Vorne war doch was. Hey, was geht ab, Mann? Komm her, du Babsack. Yeah. Gut, Fackeln hab ich. Ach scheiße, mein altes Deckchen-Bag. Also das ist doch ein geiler Zombie, oder? Ah, oh mein Gott, der kommt her. Oh mein Gott. Renne. Komm schon, zünde. Jag den Zombie, jag ihn hoch. Jag ihn hoch, Mann. Danke. Da. Was essen. Mein Essen geht mir auch mal zur Neige. Ach, guck mal da. Ach, Mann, wo kommen die alle her? Aha. Dreck, du Babsack. Komisch, die sind zu vielen Städten dann, also diese Stadtleute, die ja da halt infektiert sind von Zombies. Die Textur geht, aber leider nicht die von normalen Zombies. Wow, was? Wie geht die Textur? Aber warum geht die von Zombies nicht? Ach, schlau so. Mein Texture-Pack gibt's eh nicht für uns hier. Die packen sie da was rauszubringen. Das ist eigentlich noch die 1.3.1-Version. Die neue, also 1.3.2 gab's auch nicht. Ich hab zwar noch eine RPG, die sieht auch, ach, kacke. Ich zeig's euch mal kurz. Das sieht nämlich geil aus. Sehr, sehr geil aus. Sieht auch episch aus. Ich habe aber nicht so lange gespielt. Jetzt weiß ich nicht, wie die Rohstoffe aussehen. Okay, also das ist Eisen. Schick, schick. Ich find's cool. Ist mir aber so bespielt. Viel so bespielt. Ich nehme mal Code Rico ab. Ja, und das unten drunter war mein Cheat Deck to Pack. Kann ich immer auf Servern durch die Wände gucken, ohne dass ich das X-Rays benutzen beleidigt werde. Da sage ich immer, ja, ich bin rausgeschmissen, weil mein Internet scheiße ist und dann finde ich die ganzen Dias. Aber und es kann mir niemand nachweisen, dass ich X-Ray benutzt habe. What's up, Homie? Komm her, friss die Pickige. Aha. Oh mein Gott, sind ich schwach. Lol, was ist denn dieses Geräusch? Die sind ja lustig. Ich würde gerne so ein Vizen so als Haustier haben. Das wäre doch geil. Dass sie dann so Zombies beißt oder so und die Zombies die nicht angreifen können. Dass sie von oben auf den Kopf oder so, dann so in den Kopf rein. Yes, Kohle. Das ist gut. Ja, im Hintergrund läuft was Kagan-Musik. Ich glaube, der 2012 Best Kiss Kagan-Musik. Alles YouTube. Alles YouTube-Version.
normalerweise müsste der Name ja da unten eingeblendet sein. Komisch, ich weiß nicht warum nicht. So. Meise kommt's immer. Ach, die Lexen, ja, aber echt. Weil hier sind voll die CPU-Bugs. Weil das Spiel hat, also das Spiel bleibt stehen. Und nicht nur einfach die Grafik. Wie es beim alten PC war. Der PC kam mit der großen Grafik halt nicht zurecht. Es war eine große 256 MB Karte mit einem alten Pentium 4. Nee, Celeron war es. Billig Pentium. Obwohl auch vorne auf dem Gehäuse stand Pentium 4. Der war so langsam. Die Festplatte war ja randvoll. Wie viel Prozent hatte ich noch bei 0,1 oder so? Die war so voll. 80 GB. Das Ding, aber der lief gut. Minecraft lief. Nur wenn ich auf dem Server eine Karte gewechselt habe oder so, verdammt, bin ich rausgeschmissen worden. Standard hat es erst so geladen. Und auf einmal war ich da. Timeout. Das hat schon genervt, aber naja. Was will man machen? Bei dem geht's ja eigentlich normal. Der müsste ja eigentlich gut sein. Ist halt ein Laptop. Naja. So, das nett. Gib mir das. So. Was willst denn du jetzt drin? Willst du dich mal einbauen? Nein, so böse bin ich nicht. Stimmt, pfeife ich gerade Vollzeit versetzt, weil meine Stimme schon später kommt. Ach, guck mal, da hab gerade ein Déjà-vu. Auf meinem Server habe ich an der Stelle auch Eisen gefarmt. Sind mir durchgelaufen. Gerade noch 1.3. Ist noch 1.3. Bis endlich mal die gute Bucket-Version rauskommt. Dann mache ich auch 1.4. Weil dieses Minecraft-Server-Teil von Mojang da, das Ding, ist scheiße, weil du kannst nicht in die Nähte und Tiere verschwinden oder so. Schon ätzend. Schlecken auch. Nee, lass mal. Gehen wir mal hoch. So. Erstmal hoch, wenn man es mal schaffen würde. Irgendwie ist das Headset scheiße. Irgendwie geht der Ton als von Mono und Stereo. So scheiß Qualität, dann mal gut, dann wieder schlechte. Oh yeah! 52 Eisen. Kohle, rein da. Ich brauche Glück, Big X. Das ist meine Lebensversicherung. Scheiß Headset. Game nicht so auf Sack. Ja, erstmal weg mit dem Kram. Meine Stein-Pickaxe. Mein Holzpickaxe ist ja auch ziemlich wie neu. Und jetzt? Sandfarm. Okay, das reicht. Die Zeit reicht noch. The Mr. Lake is back. Ach du Scheiße. Boah, das ist ja echt ätzend. Oh Mann. Oh Scheiße, ich muss dann mal ausmachen. Jo. Und tschüss.